Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Und heute mit dem Impuls der Woche. Wenn ihr organisationale Experimente durchführt und diese Experimente scheitern, sei es, dass es jemand euch entgegenschreit, wollen wir nicht, oder es gibt ganz starke Widerstände auf allen Seiten, dann sollte man in so einem Fall möglicherweise das einfach durchsetzen, sich möglicherweise formale Macht leihen und das dann doch zu tun, weil man ja denkt, das müsste eigentlich passen und müsste richtig sein. Nun, in solchen Fällen ist es so, dass oft uns die Kultur in dem Moment was sagt, dass sie sagt, nee, wollen wir nicht, und möglicherweise hat es einen Grund. Ich gebe ein Beispiel. Ihr identifiziert, dass es zu viele Meetings gibt und dass das unwirksam ist und dass die Kalender verstopft sind von den Führungskräften, von den Teams. Und es liegt auf der Hand, dass man da mal eine Meeting-Inventur macht und mal schaut, was hat denn diese Meetings für eine Funktion, und geht die mal durch und schafft vielleicht das eine oder andere Meeting ab, legt es zusammen, wie auch immer. Auf den ersten Blick scheint das eine sinnvolle Maßnahme. Das ist fachlich richtig. Man kann dann auch Meetings richtig strukturieren und man kann sie effizient gestalten und so weiter. Dennoch kann es sein, dass die Organisation in so einem Fall durchaus sinnvoll handelt. Und zwar zum Beispiel könnte es sein, dass in diesen Meetings, die da stattfinden und eigentlich keinen Sinn und Verstand haben auf den ersten Blick, dass da ganz viele informelle Absprachen getroffen werden. Ja, das ist nur ein Beispiel. Könnte so sein, muss nicht so sein. Ja. Und wenn ich jetzt das wegnehme, das Meeting, gibt es diesen Raum für informelle Absprachen nicht mehr. In diesem Fall würde eure Intervention, diese Meetings dann abzuschaffen, mit geliehener formalen Macht möglicherweise einen Schaden anrichten. Ja. Natürlich wird sich die Organisation vielleicht dann wieder neue Wege finden, wie man das macht, aber das wäre dann auch so die andere Idee. Wenn ihr merkt, okay, da ist ein Widerstand und ihr kommt da nicht weiter, überlegt euch, was ist das Kulturmuster, was da dahinter liegt, und setzt euch auf dieses Kulturmuster drauf. Also wenn ihr die Hypothese habt, dass da vielleicht informelle Absprachen passieren, und wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, das ist kein Rezept, dann könntet ihr zum Beispiel hergehen und sagen, ja, dann schaffen wir halt Möglichkeiten für informellen Austausch. Und da ist dann eure Kreativität keine Grenzen gesetzt. Grillfest organisieren, mehr Kaffeeküchen aufstellen, was auch immer euch da einfällt. Ja. In diesem Fall ist es so, dass nicht jede schlaue Intervention oder sinnvolle Intervention man auch durchsetzen sollte gegen den Widerstand der Organisation. Also sucht den Sinn im Unsinn, um dem auf die Spur zu kommen. In diesem Sinne, bis denn, euer Martin.